So, heute geht es um das Live-View-Programming, was ich Ihnen vorstellen möchte. Das ist eine Art des Programmierens, die Sie zu Ihrem normalen Java-Programmieren ergänzen können und die dafür Unterstützung bietet, dass Sie in Ihrem Browser Views sich anzeigen lassen können. Dass Sie zum Beispiel Text drüber schicken können oder eine Grafik im Browser erstellen können. Das schauen wir uns jetzt mal eben an, wie das so geht. Wenn wir hier die JShell starten, -r -ea, ich mache meistens, schalte ich die Assertions mit an, dann öffnen wir das Live-View-Programming. So, das ist jetzt im Hintergrund. Und jetzt mit Clerk-View starten wir die Standard-View, das ist hier Localhost. Das kann ich anklicken, dann wird er hier geöffnet im Hintergrund. Wie man sieht, der Browser ist, das Fenster ist hier leer. Und wenn ich jetzt irgendwas hier eingebe, zum Beispiel Clerk Markdown mache, dann kann ich Markdown-Text schreiben. Markdown ist erstmal ganz normaler Text, Hallo Welt zum Beispiel, was ich hier hinschreibe. Dann erscheint das drüben im Browser. Markdown ist eine Auszeichnungssprache, wo ich bestimmte Zeichen habe, um anzuzeigen, was ich da wie ausgegeben haben möchte. Zum Beispiel, das ist eine Überschrift. Wenn ich ein Hashtag davor setze, bekomme das Ganze fett gesetzt. Wenn ich das doppelt mache, kriegen wir eine Unterüberschrift. Die ist dann ein bisschen kleiner. Und wenn ich dazu jetzt noch normalen Text mache, Text, Komma, wobei ich auch kursiv schreiben kann, das geht auch mit kursiv oder fett. Ups, da müssen wir zwei hinsetzen, fett schreiben möchte. Was Sie jetzt hier drüben sehen können in dem Fenster ist, das können wir auch mal ein bisschen größer machen, dass Sie hier sehen, wir haben hier den normalen Text und das Kursiv, entweder mit dem einfachen Sternchen vorne hinten oder dem Unterstrichen und fett sind Doppelsternchen. Damit können wir jetzt erstmal arbeiten. Wenn ich das nochmal raussetze, dann sieht das einfach so aus. Dann kommt der nächste Absatz, der ergänzt wird. Wir können auch eine Turtle, also eine Turtle-Grafik anlegen. Was wir damit machen, wir machen eine New, also eine Turtle-Variable, Turtle, gleich New Turtle. Ups. Dann bekommen wir hier die Standardgröße eines Zeichenfensters. Und hier in der Mitte, dort, da, da befindet sich jetzt unsichtbar eine Schildkröte. Die hat einen Zeichenstift an ihrem Ende und wir können sie jetzt nach in die, durch die Welt schicken, also indem wir schreiben, Turtle, sehen wir hier die ganzen Befehle, die es gibt. Forward, und jetzt sagen wir 100 Einheiten. Und was wir jetzt hier sehen können, die Turtle ist hier losgelaufen, hat 100 Einheiten sich da, steht jetzt wieder hier. Jetzt könnten wir, wenn wir wollten, zum Beispiel sagen, dass sie sich um 90 Grad nach links drehen soll, also 90 Grad nach links. Da sehen wir keinen Effekt, weil wir die unsichtbar haben. Und jetzt machen wir wieder ein Forward. Und wir sehen, aha, sie hat sich nach links gedreht, ist wieder hier hoch. Das können wir jetzt nochmal wiederholen. Left und wieder 100. Dann sind wir, ups, jetzt habe ich zu viel. Turtle, right, 90. Ich habe jetzt schon 180 Grad gemacht. Ne? Jetzt mache ich das auf die Art und Weise rückgängig. So, jetzt ist die Turtle auch das Stück weiter gelaufen und lassen wir sie nochmal nach links 90 Grad gehen. Dann haben wir am Schluss ein vollständiges Quadrat gezeichnet. Die Turtle schaut jetzt nach unten in den Süden, also hier runter.
wenn wir sie in Ausgangsposition wieder bringen wollen, ja, dann müssen wir sie auch wieder um 90 Grad nach links bewegen und dann sind wir in der Ausgangsposition. Nun wäre es natürlich total schick, wir könnten eine Methode schreiben, die zum Beispiel ein Quadrat zeichnet. Das könnten wir machen, indem wir, wie heißt es eigentlich auf Englisch, weiß ich gar nicht, void. Wir machen das einfach so. Wir sagen, wir hätten gern ein Square, so rum, Square. Square. Und wir übergeben eine Turtle T. Und dann sagen wir noch, wie groß das sein soll. Und dann machen wir ein Float oder Double. Haben wir ein Double Size, also wie die Seitenlänge ist. So, und was wir jetzt hier reinmachen, ist eine Schleife. For int i gleich 1, i kleiner gleich 4. Das heißt, wir werden die Werte und dann i plus plus von 1 bis 4 durchlaufen. Und da werden wir genau das tun, dass wir die Turtle erst um einen Weg forward die Size laufen lassen. Sorry, hier Size. Und wenn wir das gemacht haben, dann lassen wir sie um 90 Grad nach links bewegen. Und das eben viermal hintereinander. Das ist jetzt unsere Methode, die es gibt, die genau das, was wir jetzt händisch hintereinander gemacht haben, ausführen wird. Damit wir hier das sehen können, diesen Effekt, können wir jetzt hier die ursprüngliche Turtle, da können wir ein Clear, ne, Clear war es nicht, lass mal kurz gerade nochmal gucken. Wo steht es? Wo steht es? Move. Ich sehe es gerade nicht. Wir machen einfach eine neue Turtle, damit das... Wir hatten doch irgendwo... Notify, Clear, Spin, Down, Reset. Genau, ein Reset, ne? Oh, sorry. Reset. So, jetzt ist unsere Turtle resettet worden. Gut, jetzt ist das Bild wieder leer. Gut. So, jetzt können wir Square aufrufen, übergeben unsere Turtle und sagen auch wieder ein Hunderter und zack, haben wir da das Quadrat stehen. Wenn wir uns jetzt, wir schauen ja wieder in den Westen hier rüber schauen wir, wenn wir uns jetzt wieder ganz geringfügig nur um 90, nicht ganz 90 Grad, sondern unsere Turtle nur um einen kleinen Anteil nach links drehen lassen, sagen wir um 10 Grad. So, und lassen Sie jetzt wieder eins mal, dann sehen wir haben jetzt leicht gekippt und unsere Turtle geht jetzt bei dieser Kippung 100 vorwärts, wieder 90 Grad, zack, und kommt zurück. Das können wir jetzt, wenn wir wollen, nochmal machen und wieder etwas zeichnen. Und dann sehen wir, es gibt so einen schönen Effekt, wie das hier einmal rumläuft. Das hätten wir jetzt natürlich genauso wieder als Schleife machen können. Das will ich mal Ihnen überlassen. Dass man das so oft macht. So. Upsa. Dass man das so oft macht, wie man es gerne haben möchte. Zum Beispiel einmal drumherum. Und so sieht man, dass man mit so einer View sehr mächtig etwas bewirken kann, ausprobieren kann, indem man da reinschreibt und zeichnet. Das ist erstmal so eine kleine Einführung. Was ich Ihnen jetzt nicht erklärt habe, ist genau, wie das hier funktioniert. Was bedeutet dieses New Turtle? Was ist diese Art von Variable? Aber was Sie auf alle Fälle machen können, ist diese Art des Programmierens, was ich hier gerade mal gemacht habe, einfach nachimitieren, um dann vielleicht eine andere Art von Grafik zu zeichnen. Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen zum Beispiel Dreiecke statt Quadrate und machen mal genau das Gleiche damit. Viel Erfolg beim Ausprobieren.